It's getting bookish in here, so take out all your reading lamps. Hallo, liebe Bücherwürmer! Herzlich willkommen zu meinem Januar-Neuzugänge-Video. Ich habe für euch heute 33 Titel. Ich suche gerade nach der nächsten Entschuldigung dafür, dass ich mir schon wieder Bücher zugelegt habe. Im Februar war die Fantasy-Woche und dafür habe ich im Januar ein riesiges Bücherpaket zugeschickt bekommen. Denn ich habe zusammen mit Philipp von Bookwalk und Sanne von Papierplanet die Fantasy-Woche moderiert. Außerdem hatte ich im Januar Geburtstag und habe dahingehend auch einige Titel geschenkt bekommen. Doch noch Ausreden gefunden. Steigen wir direkt ein mit den Neuzugängen. Ich werde auch dieses Mal versuchen, so knapp wie möglich zusammenzufassen, worum es in den Titeln geht. Sonst sitzen wir ja noch ewig hier. Steigen wir direkt ein mit den Büchern der Fantasy-Woche. Los geht's! Diese drei Drachenmond-Titel müssten euch schon ein wenig bekannt vorkommen. Im Zuge der Fantasy-Woche sollte Marie Grashoff eigentlich aus Kernstaub lesen, aber leider ist ihr etwas dazwischen gekommen, nämlich der mega geniale Trailer Universe of Gods. Ihr müsst den euch ansehen, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Episch. Und darüber hinaus hat Alexandra Fuchs aus Straßensymphonie vorgelesen. In dem Titel geht es um Cat, die so einen kleinen Durchhänger hat und sich jetzt selbst finden möchte. Sie will als Sängerin durchstarten. Das Schöne an dem Titel ist, dass es so ein bisschen eine Märchenadaption ist. Ich werde euch aber noch nicht verraten, von welchem Märchen. Das müsst ihr selber nachlesen. Und in meinem Bloggerpaket war auch ein Käfig aus Rache und Blut von Laura Labers. In dem Titel geht es um die Dämonenjägerin Allison. Ich habe euch die drei Titel ja schon mal vorgestellt und werde euch das Video dazu hier irgendwo im Bild nochmal verlinken. Ebenfalls aus dem Drachenmond Verlag ist Rebell von Mirjam Hüberli. Gläserner Zorn ist der erste Band der Reihe. Und auch Mirjam durfte ich bei den Live-Lesungen begleiten. Der Titel handelt von Willow, die hat eine besondere Gabe. Sie kann in den Augen ihres Gegenübers deren eigenes Spiegelbild erkennen. Und ich mag Geschichten mit Spiegeln ja ganz gerne, weil ich das irgendwie faszinierend finde. Eine weitere Drachenmond-Reihe ist die Verwandte Seelen-Trilogie von Nika Stevens. Auch Nika habe ich in der Live-Lesung auf den Zahn gefühlt. Verwandte Seelen handelt von den Unsterblichen und von der Liebesgeschichte zwischen Sam und Jake. Und der Grund, warum ich hier mehrere Bücher in der Hand halte, ist, dass es einmal die Gesamtausgabe gibt. Und was ihr auch nur in der Gesamtausgabe findet, sind die Illustrationen im Buch. Und dann gibt es natürlich auch noch die Einzelbände. Und die sehen so schön zusammen aus, so schön bunt. Bei Bittersweet Carlson ist Das Geheimnis der Talente von Mira Valentin erschienen. Das Tolle daran ist, dass es ein Fantasy-Roman ist, der in Hessen spielt. Anfangs ist Melik ein ziemlich normales Mädchen, bis sie als sogenanntes Talent entdeckt wird. Und die Talente können alle etwas ganz besonders gut. Ich kann euch nur empfehlen, bei Mira Valentin auch mal auf der Facebook-Seite vorbeizuschauen, weil sie eine riesige Armee der Talente hat. Ihre ganzen Fans machen immer ganz tolle Aktionen mit ihr und sind auch alle teilweise im Cosplay, was ich echt cool finde. Neben Mira Valentin habe ich auch Nicole Böhm interviewt. Die Chroniken der Seelenwächter ist wie eine Serie aufgebaut. In regelmäßigen Abständen erscheint dann immer ein E-Book und die landen dann schließlich im Hardcover. Die Geschichte begleitet die Perspektive von ganz vielen unterschiedlichen Charakteren. Vor allem aber auch Jess. Und es geht um die epische Schlacht zwischen Licht und Schatten. Was ich besonders bewundernswert finde, ist, dass Nicole Böhm alle Illustrationen zu ihrem Buch selbst gestaltet hat. Und auch das Autorenduo, das unter dem Pseudonym Rose Snow veröffentlicht, habe ich interviewt. 17, das erste Buch der Erinnerung, handelt von Joe, die in fremde Erinnerungen eintauchen kann. Ich finde es toll, dass Carmen und Uli, die unter dem Pseudonym Rose Snow schreiben, so wahnsinnig gut miteinander befreundet sind und dadurch auch so tolle Romane zusammen schaffen. Und auch die Lesung von Christine Burger habe ich begleitet. Im Kreis der Sieben ist eine Trilogie. Es geht um Laras Reise in das Totenreich. Mir hat es gefallen, dass alles so wunderbar skurril klingt. Es gibt nämlich beispielsweise die Katze Styx, die bei anderen Visionen hervorrufen kann. Und wie man auf dem Cover hier so schön sieht, gibt es auch ein magisches Auge. Und das hat so seinen ganz eigenen Humor. Nicht ganz so fantasy-lastig ist von Wolfgang Thon Blutiges Land. Der Roman ist bei Blauvalet erschienen. Und eigentlich ist der Titel mehr ein historischer Roman. Er handelt nämlich von dem 30-jährigen Krieg. Wolfgang Thon hat seine eigenen Charaktere in dieses Setting gesetzt. Das Gespräch mit ihm war unheimlich inspirierend, weil er uns erzählt hat, wie sehr ein Setting Charaktere auch verändern kann. Die Bücher aus der Fantasy-Woche, die ab jetzt folgen, habe ich nicht in der Live-Lesung begleitet. Es geht weiter mit Medusas Fluch von Emily Thompson. Aber ihr kennt mich, ich liebe griechische Göttersagen. Und in dem Titel geht es eben um Medusa. Das hier ist die erste Ausgabe von Emma Aubyn's Academy of Shapeshifters. Wie der Titel eigentlich auch schon sagt, geht es um Gestaltwandler. Die erste Episode handelt von Lena, die erfährt, dass sie eine Shapeshifterin ist. Episch wird es mit dem Autorenduo T.S. Orgel. Die Blausteinkrieger 1, das Erbe von Beorn, ist bei Heine erschienen. Der Titel erzählt von dem Untergang des Reichs Beorn und von der Magie der Blausteine.
deiner. Abschließend aus der Fantasy-Woche habe ich noch Söhnen, der gefallene Krieger von Ela Faye für euch. Das Buch ist beim Eisermann Verlag erschienen, aber leider fiel die Lesung aus Krankheitsgründen aus. Es geht um eine Reise durch das Land Kreilsmoor. Das wird durch die Macht von 10 Büchern regiert. Und in dem Land gibt es natürlich auch Magie und Seelen können zum Leben erwachen. Das war es jetzt aber auch mit den Büchern aus der Fantasy-Woche. Springen wir direkt zu den Büchern, die ich zu meinem Geburtstag bekommen habe. Simone von Leselurch kennt mich gut. Von ihr habe ich den zweiten Teil zur Insel der besonderen Kinder bekommen. Die Stadt der besonderen Kinder von Ransom Riggs ist bei Drömerknauer erschienen. Und ich weiß noch nicht, wie es weitergeht mit Jacob und Co. Und deswegen habe ich mir auch noch nicht den Klappentext durchgelesen. Und deshalb kann ich euch auch noch nicht sagen, worum es in die Stadt der besonderen Kinder geht. Tut mir leid, aber ich will mich nicht spoilern lassen. Von Patty alias das Bücherchamäleon Daryl habe ich das Frozen Northern Lights Adventure Notebook bekommen. Das ist quasi das Abenteuer-Tagebuch von Elsa, Christoph und Anna. Und ich bin ein mega Frozen-Fan und finde daher auch die Illustrationen einfach so schön und diese Art der Aufmachung. Es ist wirklich wie so ein kleines Notizbuch, das man mit auf Reisen nimmt. Es ist so süß. Von Anna habe ich alles über Deutschland von Jan Böhmermann bekommen. Ich bin Böhmi-Bekenner und bin schon ganz neugierig, was Böhmi uns über Deutschland zu sagen hat. Wie zum Beispiel über deutsche Dinosaurier. Der Titel ist bei Kiwi verlegt worden. Dann gab es auch noch ein kleines Rezeptbuch, eine Form 50 Muffins. Großer Auftritt für kleine Kuchen. Ja, ich backe gern Cupcakes und deswegen habe ich ein Rezeptbuch bekommen. Wenn ich euch dieses Buch zeige, muss ich eigentlich nicht näher was sagen, oder? Ich habe die dazugehörige Ausstellung von Cornelia Funke damals auch gesehen und bin total verliebt in ihre Bilder. Und dank Nina aka Madame Cherie und ihrem Freund kann ich jetzt nochmal in all die schönen Bilder eintauchen. Ah! Schon besser. Und von Papierplanet Sanne habe ich das Buffy-Malbuch bekommen. Buffy war schon immer eine meiner Lieblingsserien. Dieses Malbuch finde ich besonders toll, weil es ganz schön inszeniert ist. Und zwar findet man auf der einen Seite Zitate, ja, und auf der anderen Seite coole Illustrationen zum Ausmalen. Und die Illustrationen sind auch noch von verschiedenen Zeichnern. Das heißt, man hat immer abwechselnde Stile. Es ist so cool. Ich habe auch ein paar Comics bekommen von Philip Acker Bookwalk. Die Gotham City Sirens. Das ist der erste Band, der die Geschichte von Harley Quinn, Poison Ivy und Catwoman verfolgt. Mit Harley Quinn geht es weiter, denn ich durfte den 8. Band Harley Quinn Harleywood auspacken. In dem Band muss sie sich unter anderem mit Deadshot rumschlagen und auch ihre Harley Gang kommt nochmal zum Einsatz. Und von Magda und Ken habe ich Cosplayers von Dash Shaw bekommen. Dieser Comic zelebriert uns Cosplayer. Schaut euch mal diese coole Harley Quinn an! Den Titel habe ich das erste Mal in einem Comicbuchladen entdeckt und ich bin schon total gespannt darauf, wie die Cosplay-Szene dargestellt wird. Das war es jetzt mit den Titeln, die ich geschenkt bekommen habe, aber ich habe mir natürlich auch selber noch ein paar Comics gekauft. Wie beispielsweise 7. Heft der Avengers. Der bei Panini erschienene Titel handelt von der Schlacht der Avengers in Pleasant Hill. In einem Comicbuchladen in Berlin waren die beiden Buffy-Comics runtergesetzt und da musste ich natürlich direkt zuschlagen. Das ist Band 2 und Band 3 der 8. Staffel. Und ich würde mal behaupten, der zweite Band handelt von Faith und der dritte von, nun ja, Wölfen. In dem Laden musste auch Love is Love mit. Das ist eine Comic-Anthologie, die im Zuge des Attentats von Orlando entstanden ist. Und dieser Comic zelebriert Gleichberechtigung und Liebe. Und dadurch, dass es sich um eine Anthologie handelt, ist auch dieser Comic von ganz vielen unterschiedlichen Zeichnern und Zeichnerinnen gestaltet worden. Und ich kann es nicht lassen, ich muss euch unbedingt diese Illustration hier zeigen. Also dieses Heft lohnt sich alleine schon wegen der ganzen Zeichnung. Es sind auch ein paar Rezensionsexemplare bei mir eingezogen. Wie zum Beispiel Fräulein Else von Manuel Fior aus dem Avant Verlag. Das ist quasi eine Nacherzählung der Novelle von Arthur Schnitzler. Es geht um Else, die erfährt, dass ihr Vater Schulden hat und deshalb soll sie sich an den Künstler Dorsday wenden. Der gibt ihr aber nur Geld, wenn Else sich im Gegenzug nackt zeigt. Ich bin nicht nur auf die Körperinszenierung, sondern auch auf den ganzen Comic von Fräulein Else sehr gespannt. Die Autorin Ronja Bendixen hat mir ihren Roman Tunnel 8 dazwischen geschickt. Ella hört immer wieder den Satz, dass sie stirbt und auf einmal findet sie sich in einem dunklen Loch wieder. In diesem Dazwischen lernt sie aber auch andere Jugendliche kennen. Im Carlsen Verlag ist der Kaugummi-Graf von Kirsten Reinhardt erschienen. Eli steht eines Tages bei dem Grafen vor der Haustür. Der Graf erzählt dann so ein bisschen aus seinem Leben und zeigt Eli auch seine geheime Kaugummisammlung. Allerdings gekaute Kaugummis. Aber jedes dieser Kaugummis hat seine eigene Geschichte. Ich liebe skurrile Kinderbücher, deswegen kann ich es gar nicht abwarten, in diese Erzählung einzutauchen. Endlich wieder Neues von Rick Riordan. Percy Jackson auf Monsterjagd mit den Geschwistern Kane aus dem Carlsen Verlag erzählt das Abenteuer von Percy, Annabeth
und den Ken-Geschwistern. Das sind drei Erzählungen in einem Band, die aber alle zusammenhängen. Und zwar vermischen sich die griechischen und ägyptischen Mythen. Das heißt, wir haben nicht nur die Welt der Ken-Chroniken hier drin, sondern eben auch die Welt von Percy Jackson. Das war es auch mit meinen Neuzugängen aus dem Januar. Vielen, vielen Dank an die Fantasy-Woche, an all meinen Schenkern, an den Carlsen Verlag, an den Avant Verlag und an Ronja Bendixen. Ja, durch meinen Geburtstag und die Fantasy-Woche waren das wieder wahnsinnig viele Titel. Aber ich habe jetzt ein neues Bett und das hat ein Bücherregal inbegriffen. Das heißt, ich habe wieder Stauraum für meine Bücher. Mich würde es jetzt interessieren, ob einer der vorgestellten Titel bereits bei euch zu Hause liegt. Verratet mir doch eure Meinung zu den vorgestellten Büchern. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr mich auf meinem Blog, auf meinem Instagram-Account oder auf Twitter oder Facebook besucht. Wenn ihr das Video bis zum Ende verfolgt habt, dann kommentiert es mit Geburtstagswoche! Denn im Januar hatte ich Geburtstag! Wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss, Bücherwürmer! Erscheint dann immer ein E-Book. Nein! Percy Jackson auf Abenteuer. Ich habe auch ein paar Comics. Ist das Geheimnis der Talente von Mira Valentin entschieden? Entschieden. Manu! Geh aus! Seriously.